Hallo und herzlich willkommen zu Ultima Underworld 2. Wir sind im Dungeon unter der Grube und erkunden dies ein wenig. Wir haben ja auch schon erfahren, dass es hier irgendwo noch einen Magier geben soll. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Abzweigung. Na, bleiben wir mal hier, so wie ich schon lang gegangen bin. Und lass uns mal eklige Spinnen erledigen. Na? Ist sonst noch eine Spinne? Nö, das war's anscheinend. Was haben wir denn hier alles? Wir haben nochmal einen Zauberstab. Ja, würde ich meinen Lore-Dings ein bisschen verbessern, dann bräuchten wir gar kein Dings. Diesen Zauberstab zum Erkennen von den Dings nicht. Naja, gut. Aber wir haben ja genug Geld, um den zu reparieren und neu aufzuladen. Uiuiui, jetzt sieht es ein bisschen... Oh, und da war auch noch mal eine geheime Tür. Wo ist er? Hier ist er? Hier ist er. Okay. Hier geht es auf jeden Fall ziemlich runter. Und da liegen zwei Edelsteine. Naja, gut. Zwei Edelsteine, sogar noch mehr. Vielleicht können wir auch die mal benutzen, um unseren Dings wieder aufzuladen. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hochkommen. Was nicht unbedingt einfach ist. Okay, wir haben's. So, dann lasst uns mal hier oben bleiben. Und ich glaube, hier runter zu stürzen ist keine so gute Idee. Okay. Friedliches Glätter. Naja, was es nicht alles gibt. Ah ja, und jetzt kommen wir tatsächlich dahin, wo ich gedacht habe, dass wir hinkommen. Perfekt. Dann geht es doch hier einfach mal weiter. So, ein ziemlich unebener Boden und eine Tafel. Wir sollen zurückkehren, wo wir hergekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Und auch die Fledermaus wird uns da nicht abhalten. Okay. Aha. Nun gut, wir haben drei unterschiedliche Wege. Gehen wir doch erstmal nach Süden. Und vielleicht sollte ich tatsächlich noch speichern, nicht, dass da irgendwas passiert. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Die ist offen. Wir haben ein Pentagramm. Sowas sieht man immer gern. Mit Runen. Die wir nicht mehr brauchen. Naja, gut. Auch nicht schlecht. Dann lasst uns nach Osten gehen. Okay. Lasst mich raten, das ist so eine Art wieder Labyrinth. Und wenn wir diese Dinger betätigen, geht irgendeine Tür auf, aber auch wieder eine zu. Wobei, ich glaube, mit dem Dings, was wir haben, müssten wir eigentlich auch da vorbeikommen, aber... Okay. Der ist auf jeden Fall aufgegangen.
Der ist aufgegangen. Hier ist weiterhin zu. Ah. Ja, aber sind fast alle offen. Mal sehen. Was ist denn das für ein Labyrinth? Wir haben einen Dings betätigt und sind jetzt schon fast durch. Kann es sein? Sieht tatsächlich danach aus. Das ist ja mal ein ziemlich krasses Labyrinth. Naja, gut. Wie dem auch sei. Wir speichern nochmal. Und dann haben wir hier eine Tymrune. Ich weiß nicht, ob unser Dings langt. Naja, ich probier's mal. An. Ja, das ist Jux. Und Ort. Das sollte die Rune eigentlich. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Aber ich glaube, man kann die Runen auch anders auslösen. Und zwar genau so kann man es auch. So kann man es auch loswerden. Und hat sogar noch Mana dabei gespart. Okay. Ah, lass mich raten. Zarantus, das ist dieser Magier, von dem wir schon gehört haben. Wir haben ihn also tatsächlich ja gefunden. Nun gut. Dann würde ich auch sagen, lasst uns mal. Okay. Dann lasst uns erstmal in diesen Dings reinschauen und dann mit ihm reden. Ja, okay. So sieht er also, wer ankommt und wer nicht ankommt. Alles klar. Ich würde sagen, wir reden mal mit ihm. Ja, das ist es. Ich glaube, ich bleib sogar bei dem ehrlich jetzt. Ich weiß, das war ein Risiko, aber ich glaube, das war's wert. Okay. Ja, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Beziehungsweise weiß er vielleicht was über die anderen Dimensionen noch. Wie viele verschiedene gibt's denn? Ja, okay. Weiß er vielleicht sonst noch was darüber? Das hat man das nicht schon? Okay, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Ein Dämon der Luft innerhalb eines magischen Containers, einem magischen Dings, einem. Okay.
Und man muss einige Rituale machen, um den Dämon zu fangen, okay? Wir brauchen natürlich ein Gefäß, das ist klar. Dann müssen wir... Aha, okay. Eine Schlammpfütze, das haben wir ja sogar schon gefunden. Und da brauchen wir... Aber vorher müssen wir Basiliskenöl reingießen. Das haben wir auch. Ja, in Anadonus waren wir schon und wir haben auch sowas gefunden. Und danach? Firing of the Vessel, okay. Lava. Gut. Da muss man wirklich einige Sachen machen. Okay. Also, da hat sich tatsächlich einer den Dämon an sich selber gebunden und ihn dann mit einem riesigen Dings entlassen. Sehr schön. Okay, fragen wir mal, ob er diesen, seinen gefangenen Luftdämon haben können. Den könnte man nämlich gut gebrauchen. Wofür, wissen wir noch nicht, aber wir brauchen ihn. Irgendwann, später. Okay, also er will uns ihn aber nicht geben, sondern nur, wenn er dieses Scepter of Deadly Seeker bekommt. Und den müssen wir erstmal suchen. Haben wir leider noch nicht. Na gut. Nein, im Moment nichts mehr. Im Moment nichts mehr. So, wie heißt der Kerl? Sorantus. So, da werden wir später nochmal wiederkommen müssen, sobald wir dieses Zepter haben, damit wir diesen Djinn bekommen, weil den werden wir nämlich noch brauchen. So, aber vorerst können wir hier wieder gehen. Zum Glück sind die Tore jetzt hier offen. Ich habe genau den richtigen gedrückt gehabt. Das ist richtig klasse. Nun gut. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns den Norden an. Okay, ich würde sagen, hier speichern wir nochmal. Geht's da drüben wieder genauso? Ja, dachte ich mir, dass das so ein Rundkreis ist. Nun gut, weiter nach Norden. Mal sehen, was wir da so alles finden. Wieder ziemlich seltsame Räume hier. Und ein Hortling. Aber er ist nicht aggressiv.
Er ist nicht aggressiv. Das ist doch schon mal gut. Lässt du mich vorbei? Ich mag ungern gegen dich kämpfen. Das würdest du nämlich verlieren. Naja, oder auch ich. Jedenfalls werden wir beide nicht damit glücklich. Da geht's runter. Ah ja, aber wir können ganz normal hier runtergehen anscheinend. Und es geht in ein nächstes Level. Nun gut. Dann lasst uns noch das nächste Level anschauen. Bevor wir da irgendwo hingehen. Auch wieder ein kleines Labyrinth anscheinend. Wobei, sehr seltsamer Aufbau. Lass uns mal kurz speichern. Okay. Na, dann gehen wir nach Süden. Dann bleibt dieser Weg erstmal offen. Und dieser Weg bleibt auch mal offen. Wieder viele, viele labyrinthartige Gänge hier. Oh. Naja, gut. Mal sehen, ob das klappt. Die Dinger sind nämlich relativ fies. Ja, merkt man auch. Aber einen haben wir schon mal besiegt gehabt. Und den haben wir ja gleich. Und? Aha. Du kriegst uns nicht. Perfekt. Nochmal Geld. Hui. Ja, und da oben scheint nochmal ein Geheimgang zu sein, sehe ich gerade. Ah, ein Glück sieht man das relativ gut auf der Karte. Das war's hier. Naja, gut, dann... Secret Door, tatsächlich, da haben wir einen. Und der ist verschlossen, das sollte aber jetzt kein Problem sein. Jetzt können wir es endlich mal ausprobieren. Ich würde sagen, perfekt, oder? Perfekt, dann können wir mal hier lang gehen. Und ich muss auch demnächst mal wieder schlafen, weil unsere HP sieht alles nicht gut aus. Ah, der war jetzt nicht so schwer. Ich habe ja schon gedacht, das wäre unser letztes Stündchen. Na toll. Vielleicht sollten wir tatsächlich schlafen, bevor wir hier reingehen. Hier gibt es nämlich einige Gegner. Oh ja, ich glaube, das sollte ich tatsächlich machen. Weil wir sind gleich tot. T-O-H, tot. Und... Ah, deswegen, das ist wahrscheinlich noch ein Lich oder sowas. Ja, das war's auch schon. Da sollten wir tatsächlich noch vorher schlafen gehen. Bevor wir da... Ah, nicht speichern. Lieber laden. Können wir das Ding nicht mehr zumachen? Nee. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier tatsächlich irgendwo noch schlafen können. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, der kommt auch noch weg. Danach müssen wir uns endlich mal wieder ums Essen kümmern, dass wir da was finden. Aber erst in der nächsten Folge. Jetzt geht's dann erstmal hier mit den Dingern hier weiter.
Dann schauen wir mal, was wir da hinten drin finden. Und danach haben wir hier auch noch zwei weitere Gänge. Ja, und das ist tatsächlich das letzte Level eigentlich, wo wir was machen können. Ich glaube, die Pits haben nur drei Level. Und danach müssten wir wieder zurückgehen, weil, wie gesagt, alles Wichtige haben wir eigentlich schon gemacht. Naja, wie dem auch sei, in der nächsten Folge geht's weiter. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!